Er wirkt ganz schön nervös, der Marc, nachdem es eigentlich so schön begonnen hatte. Wir hatten so tolle Daten aus Asien bekommen, wenn man hier mal auf den fernöstlichen Markt guckt, hier zum Beispiel Shanghai. Wir hatten da eine so deutliche Aufwärtsbewegung jetzt in den letzten Wochen und in den letzten Tagen jetzt nochmal verstärkt, dass man eigentlich nichts anderes denken kann, als die Welt explodiert förmlich. Und weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Tatsächlich ist in Shanghai eigentlich damit eher was getriggert worden, was nach oben weist. Das Bild hier ist ein bisschen anders als das, was wir natürlich in der westlichen Welt so kennen. Das einfach nur mal als Vergleich, dass wir sehen, klare Schubrichtung nach oben. Das ist hier über viele, viele Wochen hier der Sommer letzten Jahres bis ins Frühjahr jetzt 2020. Und seit Ende März ist der Markt hier tatsächlich hier wieder auf der Aufwärtsrichtung unterwegs. Und wir haben ja das alte Muster immer auf dem letzten Zwischenhoch hier, beziehungsweise etwas tiefer, das könnte man auch nehmen dafür, eben auf der Long-Seite. Das wäre getriggert und würde sowieso ja indizieren, dass der Markt diese Aufwärtsrichtung, die wir hier haben, weiter nach oben fortsetzen wird. Aber warum gucken wir uns das Ganze an? Wir sind doch gar nicht so sehr auf dem Fernostmarkt unterwegs. Wir sind doch eigentlich eher im Moment in einem etwas anderen Modus. Und tatsächlich ist der Markt hier zwar eigentlich positiv aus dem Wochenende gekommen. Wir haben das gesehen, der Dow Jones beispielsweise mit einem Gap nach oben. Wir sehen das hier im 15-Minuten-Chart vor wenigen Minuten. Wir sehen, dass der DAX ebenfalls nach oben gegappt hat. Allerdings ja immer noch in dieser noch in dieser Seitwärtsrange ein bisschen gefangen ist. Ich hatte dazu ja am Wochenende auch hier auf Finanzmarktwelt einen Videobeitrag gemacht, um dieses Bild ein bisschen besser einschätzen zu können. Aber die Chance nach oben ist immer noch da. Aber ich habe von Nervosität gesprochen und die ist das. Oder das ist das, was wir aktuell sehen, auch in ganz kurzfristigen. Ich weiß, Minute ist jetzt nicht unbedingt das Chart-Zeitfenster eines jeden privaten Händlers. Trotz alledem ist es interessant, das im Moment zu sehen, dass wir sehr starke Abwärts, sehr starke Aufwärts, sehr starke Abwärtsbewegung, sehr stark aufwärts und so weiter. Also man kann es hier schon sehen, es ist so auffällig, dass man hier einfach nervös, einfach mal um, ich sag mal, das ist ungefähr eine 200-Punkte-Spanne hier, was wir hier so aktuell haben, dass wir diese hier durchlaufen, als ob es nichts anderes gäbe. Also hier 200 Punkte in etwa, die wir hier in der letzten Zeit eigentlich wie nichts, also heute im Laufe des Tages nach dem Anstieg, den wir heute in der Nacht gesehen haben, also heute Morgen, war der Markt sehr, sehr wackelig unterwegs. So, da verschlucke ich mich noch so halbwegs. Tatsächlich, also die spannende Situation, wie wird es da weitergehen? Man kann es theoretisch aktuell eigentlich nur raten, denn ein ganz klares Bild ergibt sich daraus erstmal nicht. Aber trotzdem, noch ist das kein schlechtes Zeichen. Wir sind noch in der Aufwärtsbewegung. Es ist nur ein erster Hinweis, dass hier viel nachgedacht wird. Oje, oje, kann ich der Sache trauen? Aber es ist noch nicht der Beweis oder der Hinweis, zack, jetzt müssen wir verkaufen. Das könnte sich in den nächsten Stunden allerdings ändern. Denn wenn der Markt auch auf den kleineren Bildern, und das ist jetzt eine Hommage an die ganz kurzfristigen Händler unter uns, wenn der Markt nach dieser Abwärtsbewegung jetzt nicht wieder so steil nach oben geht, wie wir das in der letzten Zeit ja mehrmals gesehen haben, sondern wenn der Markt jetzt tatsächlich irgendetwas macht, was wir ja als wackelig gerne bezeichnen, so eine ABC-Korrektur beispielsweise, dann hätten wir mindestens mal ein Indiz, dass beim Bruch dieser Zwischentiefs es nochmal ein gutes Stück nach unten geht. Und das ist etwas, was man sehr schön zwischendurch handeln kann. Das geht auch oder ging auch hier zum Beispiel auf dem Weg nach oben, letzte Zwischenhoch, um dann eben mindestens ein Teilstück dort mitzunehmen und über irgendeine Trailing-Funktionalität, es kann etwas weiter sein, über den Supertrend beispielsweise, es kann etwas enger sein, über den Parabolik, je nachdem, was man da bevorzugt, dann eben zu sagen, solange es läuft, nehme ich das mit und wenn der Kerl keine Lust mehr hat, na gut, dann machen wir den nächsten Versuch. Also, spannende Märkte allemal, im großen wie auch im kleinen Bild durchaus handelbar und deshalb will ich gar nicht lange quatschen, sondern eigentlich mehr den Hinweis geben, ran an den Markt und mal gucken, was da heute noch geht. In diesem Sinne, toi, 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 alles Gute und bis zum nächsten Beitrag.